So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Warum auch immer jetzt unser Rivale hier auftaucht. Ja, wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil hier. Kommen wir hier rein. Wir gucken uns heute ein bisschen auf der Zinnoberinsel um. In der letzten Folge haben wir uns ja auf... auf der Route 21 ein bisschen umgesehen, in dieser Wasserroute, die jetzt hier Lavastia und Zinnoberinsel für... jetzt geht die wieder los, ne? So. Hallo? Mal gucken. Großartig, perfekt. Ja, wir machen heute weiter, auf jeden Fall. Mit ein bisschen Pokémon Let's Go Pikachu. Und damit wird jetzt für dieses Schleimer hier fangen. Wunderbar, es reicht, um 2000 Erfahrungspunkte draus zu holen. 45 für Golbat, 47 für Bisaflor und 38 für Traumato. Wir haben ein neues Pokémon im Eintrag, nämlich ein Slimer. Ja, wir gucken uns hier heute mal dieses abgebrannte Gebäude an. Oh, ein Slimock. Das kennen wir nur aus Trainerkämpfen bisher. Ein riesiges Slimock. So wird das schon mal nichts werden. Hallo, ich habe das doch getroffen. Oh, ein einfach fabelhafter Wurf. Perfekt, Leute. Und direkt mit dem Ball gefangen. Das gibt wieder gute Erfahrungspunkte, liebe Leute. Und es gibt nochmal 2500 Erfahrungspunkte. Level 51 Pikachu. Level 45 für Arcani. So, dann haben wir das Slimock auch gefangen. Also Slimer und Slimock im Team. Nicht im Team, sondern... in der Box. So rum ist es richtig. So, wir gucken uns hier ein bisschen um. Ein Topschutz. Ja, da ist ein Radikal. Aber das Radikal haben wir schon. Also Radikal allgemein haben wir schon. Kick, da ist ein versteckter Schalter betätigt. Okay, jetzt klingt es, als würde sich irgendwas bewegen. Also gucken wir mal uns ein bisschen... um. Radfratz ist jetzt gerade auch relativ unwichtig. Wir gucken uns aber immer weiter noch ein bisschen um. Was haben wir hier? Ein Slimer. Okay, das haben wir ja gerade schon gefangen. So. Mal hier ein Dieb. Dieses Haus ist wie ein Labyrinth. Wie soll ich hier nochmals wieder rausfinden? Das ist immer das Problem, ne? Dieses, ach, wie soll ich hier komme ich raus? Aber wir haben ja Fluchtseile, wir haben ja, glaube ich, einen Schaufler noch. Also da, wir kommen hier raus. Gut, Divani, was hast du denn? Ein Galopper. Na gut. Galopper haben wir noch gar nicht gesehen. Seine Vorentwicklung haben wir uns auch noch nicht gesehen. Also, wir haben gerade mal Pikachu und Golbat gegen ihn an. Zumindest ist so die Reihenfolge. So. Golbat setzt ruckzuck auf Golbat ein. Galopper setzt ruckzuck auf Golbat ein, so ist es richtig. So, jetzt ist es down. Ja. So, keine weiteren Level-Ups, sondern einfach nur weiter. So, dann gucken wir uns heute mal ein bisschen in diesem abgebrannten Haus um. Warum? Was ist hier passiert? Das ist die große Frage. Also die Leute, die die Pokémon-Filme geguckt haben. Die kennen natürlich, wissen, was hier passiert ist, genau, was das hier für ein Gebäude ist. Aber für die Leute, die neu sind, wissen es vielleicht nicht. Oh, ein Magma. Magma habe ich auch noch nicht gefangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist kein fabelhafter Wurf. Ja gut, der Kreis war sehr groß. Vielleicht bleibt was drin. Natürlich nicht.
So, wir zielen drauf. Ha! Du Mistvieh. Ja, da war ein fabelhafter Wurf. Auf dieses Magma. Komm, das kann nur drin bleiben. Yes! ...1690 und es bringt Level Up für Golbat, für Quappo und auch für Hypno. 46, 45 und 39. Also wir haben halt alles auf Level 5, aber mindestens auf Level 40. Das ist schon mal gut. Und für dieses Magma gibt es ebenfalls einen neuen Eintrag. Aber ich fange jetzt wieder viele Pokémon, das muss man mal so sagen. In den letzten Folgen haben wir echt tatsächlich einiges geholt. Noch ein Magma brauchen wir jetzt nicht diesmal. So. Naja, ah, gut, ist okay. Die Eule kommt wieder hinterher. Ein Top-Beleber, sehr schön. Nimm mal mit. Nee. Ist nicht. Ein Trainer-Coach hier. Ach du Schreck, ich dachte erst, du wärst ein Dieb. Aber du bist ja noch ein Trainer. Ich bin Trainer-Coach. Möchtest du gegen mich kämpfen? Ja, natürlich. So, dann gucken wir uns hier weiter um. Wie gesagt, dieses Gebäude ist nicht ohne. Muss ich so sagen. Okay, du gehst mit einem Georock drauf. Du hast drei Pokémon. Du fängst also mit einem Georock an. So, erster das. Komm, jetzt hol dieses Georock schon noch. Das reicht natürlich nicht. Steinhagel, das war mir fast klar. Gold war natürlich sehr effektiv. Aber Gold war. Gero kennt sich dann auch eine Chance. So, jetzt bringt man Wasser- oder Pflanzen-Pokémon. 48 für Bitterflor. Pokémon, dann gehen wir mal rauf. Auf. So, wir wechseln doppelt durch. Beide Pokémon raus. Zwei neue rein. So, zwei neue Pokémon gehen auf jeden Fall rein. Mit Erdbeben. Und Eistieb. Naja, schon keine Chance gehabt. Und direkt ein Volltreffer. Wunderbar. So, Eistieb mal. Super Eistieb, viel gestanden. Und jetzt greift er mit Quappo an, okay? Also Quappo gegen Quappo. Seins ist etwas stärker oder ihr ist. Hier auf Megasauger, um meine KP mal ein bisschen zu holen. Und dann gehen wir auf Durchbruch. Ich glaube, das Kopf wird das wegsteckt, jawohl. Das war mir schon fast klar. Oh. Ah, es kommt auch mit Steinhagel. Willst du mich ärgern? Willst du mich ärgern? So, jetzt ist das Quappo auch down.
Perfekt, dann haben wir das auch soweit. Und diesen Trainer kurz besiegt. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich die TM-Steinhagel. Welche eine Überraschung. Meistens kriegen wir solche Sachen. So, perfekto. Gut, wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal unser Team wieder ein bisschen aufheilen. Einige Pokémon ja sehr schwer angeschlagen sind mittlerweile. So, dann gehen wir mal das Team wechseln. Und zwar Quapo nach vorne. Und... Ach. Wegen... So, bauen wir es mal ein bisschen um. Perfekt. Okay, dann gehen wir hier hoch. Gibt vielleicht noch ein Radikal, aber das ist unwichtig, weil wir das, glaube ich, auch haben müssten. Ein lieber Heiler. Und eine TM21 Schmarotzer. Auch keine schlichte Attacke, eine Unlichtattacke. Okay. Hier ist noch ein Forscher. Und da unten war eine Leiter. Diese Leiter hin, das ist die große Frage. Und dieser Trainer kommt mit einem Smogmog. Gut, dass ich mein Team ein bisschen umgebaut habe. So, einmal kurz der Eisieb drauf. Und du gehst auf Psychokinese, mein Freund. Umbringen, aber tut es nicht. Nicht ganz zumindest. Hier auch Quapo. Ah, das ist okay. Das kann ich wegstecken. So, einmal kurz ein Sieb drauf. Ah, drauf mit dir. Tschüss, Smogmog. Magneton. Dann muss ich mal mein Pokémon rausnehmen. Und zwar Miguel bringen. So, du gehst mit Psychokinese drauf. Bloß nicht irgendwie was riskieren. Allein mit dem Gift, das ist auch ein bisschen fies. Jetzt ist Sonnenblitz eigentlich Wette auf Akani, weil er eigentlich auf Quapo wollte. Das ist mir schon klar. Dann ist das Pokémon jetzt auch down. Magneton ist Geschichte. Und er hat nur noch eins. Magma. Magma, okay. Gehen wir mal runter in die Erde. Für den Fall, dass das irgendwie was überlebt, dann kommen wir nochmal drauf. Tut es aber nicht. Und damit ist dieser Forscher auch Geschichte. Und Level 40, Entschuldigung.
Level 40 für Hypno. Der Vorscher ist besiegt. Wunderbar. So. Habe ich noch ein paar Gegengift? Ich habe aber... Naja, Gegengift habe ich nicht mehr, aber ich habe ein paar Hyperheiler noch. Das ist gut. Also Quavo kriegt man Hyperheiler mal eben kurz ab. So, dann weiß ich nicht, ob wir hier noch was haben. Irgendwie ein Item. Ja. Und ein Slimehawk, wo wir jetzt aufpassen müssen. Ein X-Treffer natürlich für die... Okay, hier geht's wieder runter in einen anderen Raum. Aber wir wollen uns ja tatsächlich mal hier unten umgucken. Da haben wir dann Magma. Fünf silberne Himbeeren. Und da war noch ein Forscher. Da bist du. Hier sollte eigentlich niemand sein. Tja. Gute Frage. Nächste Frage, Kollege, ne? Oh, ein Elektroball. Dieses Elektroball kann uns durchaus Ärger machen. Hoffen wir natürlich mal nicht drauf. Also jetzt ist auf jeden Fall Donnerblitz ein, das ist klar. Quappo. So, jetzt mache ich es kaputt. Jawohl. Ich hatte jetzt irgendwie mit Finale oder Explosion oder so gedacht. Und jetzt Slimehawk ein, okay. Slimehawk tut nicht so extrem weh. Es kann ärgerlich sein, ja. So, spielen wir das Spielchen nochmal. Diese Kombi. Das reicht nicht. Quatsch, mal schauen jetzt. Vergiftet das bestimmt wieder. Ah, tut es diesmal nicht, okay. So, Kampf und ein bisschen die AP zu safen, gehe ich mal auf Psystrahl. Aber das brauchen wir nicht. Level 46 für Quappo. Wunderbar. Dann haben wir das soweit auch. Dieser Forscher ist Geschichte. Jetzt war mir klar, genau, vorher passt der nur. Normalerweise habe ich kein Problem mit Magma. Leck mich doch! So, dann fahren wir das riesige Magma direkt mal. Dann gibt nämlich auch wieder 1300 Erfahrungspunkte und es gibt drei Level-Ups auf jeden Fall. Pikachu, Golbat und Arcani. 52, 47, 46. So, zwei Magmas haben wir. So, einen Feuerstein gefunden. Oh, da ist noch ein Magma, komm. Wo ist noch das dritte? Ja, genau. Ich hab's eigentlich voll getroffen. Oh, ein fabelhafter Wurf. Sehr schön. Komm, ich bleib drin. Gar nicht. Na klar.
Ein guter Wurf. Großartiger, yeah. So, nehmen wir beide super Bälle, damit wir wirklich jetzt. Ich habe keine Überbälle, ne? So, dann haben wir die Fangserie 3 jetzt mittlerweile mit Magma. 1300 Erfahrungspunkte. Und wieder ein Level-Up für Traumato mit Level 41 mittlerweile. Super. Wohin geht's weiter? Ja, ist klar, Alter, dieses Drecksradfratz, ne? Geh mir nicht auf den Sack. Da ist noch ein Dieb. Aber in erster Linie ist mal dieser Schalter hier. Den wissen wir, dass wir den drücken müssen, damit wir hier weiterkommen überhaupt. Den müssen wir auf jeden Fall hier weitermachen. Und die TM 52 Matchbombe. Sehr schön. Oh, Alter, gehen wir nicht auf die Nüsse. Das war mein Top-Trank. Wieso, warte, ich mach das jetzt anders. Ich gehe jetzt kurz auf den. Ich will super Schul. Ich brauche jetzt genug Top. Ich glaube. Top-Schutz, ja. So, damit ich nicht dauernd wilde Pokémon treffe. Manchmal ist es echt nervig. So, Hypertrank. So. Oh nein, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hier gelandet? Wir haben das Item mal mitgenommen. Das war die TM Matchbomb mehr. Ich glaube, normalerweise ist das irgendwie TM Blizzard oder so. Ja, hier kriegt man die TM Blizzard und Solarstrahl. So, er hat auf jeden Fall einen Smogon. Und da sollte der Kombi aus Eistyp und Psystrahl eigentlich keine Chance haben. Hat es auch nicht. ...49 für Bisaflora. So, das Spiel spielen wir nochmal. Und auch das zweite Smogon von ihm ist down. Welche Überraschung, ja, sogar noch ein drittes. So, dann machen wir das ganze Ding noch ein drittes Mal. Und auch Nummer 3 ist Geschichte. Und dann hast du jetzt, glaube ich, noch ein viertes. Das ist bestimmt noch ein viertes Smogon. Also manchmal ist die Abwechslung gleich 0. Aber dieser Typ mit den 6 Carpadors aus der letzten, vorletzten Folge. Ne, letzten Folge. Letzte Folge? Doch, letzte Folge. Der toppt das Ganze nicht nochmal. Aber jetzt hat er jetzt nochmal was anderes. So, dann gehen wir jetzt auf Kaskade um Psychokinese. Und es reicht, um dieses Smogmog zu besiegen. Der Dieb hat keine Chance.
So, hier oben ist noch ein Trainer, aber wir gucken uns hier oben erstmal. Oh, der können wir gar nicht umgucken. Der möchte doch mal gegen uns schnell kämpfen. Hier ist doch schön viel Platz. Idealer Ort für meine Forschungsarbeit. Ich wollte mich eigentlich da vorbeidrücken noch. Also nehmen jetzt in den Raum erstmal noch rein und mich da mal umgucken. Und er hat eine Leg-Tag. Oh. Psychogenese. Ja, aber klar, Elektrik setzt sich Schild ein. Aber Durchbruch macht das kurz eben mal klein. Und die Kopflos hinterher. Okay, du hast keine Chance. Oh, ein schönes Elektrik. So. Irgendwo haben wir einen Schalter betätigt gerade. Diese Wetten jetzt im Haus runter, damit wir uns fallen können. Ja, wunderbar. Damit haben wir wieder genug, genug AP. Wunderbar. Da ist noch ein Item. Oh, ein Sonderbonbon. Sehr schön. Und hier oben ist noch. Ja, jetzt kommt die Alte wieder. Das haben wir schon klar. Was ist das hier für ein Pokémon-Ding? Ein Top-Elixier. So ein riesiger Glasbecher. Sieht sehr stabil aus, aber weiß einige kleine Risse aus. Irgendwas muss mit voller Wucht, wenn wir uns von innen gegen das Glas geschlagen haben. Was das wohl war? Wir haben leider keine Möglichkeit, hier irgendwie Aufschlüsse zu bekommen. Es liegen keinerlei Notizen rum. Wir haben einen Geheimschlüssel allerdings gefunden. Und dieser Geheimschlüssel heißt, dass wir in die Arena können. Dann können wir mich in der nächsten Folge tatsächlich kann ich das? Ach, schade. Okay, dann muss ich doch über den Pokéball, über das Flugzeug gehen. Gut, dass wir ein paar haben. Wunderbar. Jetzt kommen wir nämlich in der nächsten Folge in die Arena eigentlich. So, wir haben ja Quappo vorne. Wir brauchen gar nicht aufzuheilen, weil wir haben ja nichts weiter getan. Und dann würde ich sagen, war Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann gehen wir in die nächste Arena. Bis dahin. Und tschüss.